schauen wir einfach mal rein, was Plane Transport. Schauen wir einfach mal. Das nächste wäre dann Under the Sea und Parachute kommt noch. Schauen wir einfach mal, was... Ja, läuft bei dem. Schauen wir einfach mal rein, was Plane Transport ist. So, da sind wir schon in einer wirklich hübschen Umgebung. Hier mit einem Flugzeug. Vor allen Dingen auch die Umgebung drumherum passt ja wunderbar zu dem Diorama. So. Huch. Da sind ein paar Blätter. Okay, wir haben hier ein Flugzeug, das entweder abhebt oder landet. Gucken wir mal, was für Szenen wir noch haben. Da ist es gelandet. Da wird irgendwas gemacht. Da fliegt es. Okay, da ist keiner. Mal sehen. Also da stehen alle rum. Da sitzen alle auf dem Flugzeug. Da sind die Leute und das Flugzeug. Jetzt weiß ich nicht, ob das Flugzeug abhebt oder landet. Ich glaube, es hebt ab. Das heißt, das hier wäre eher das Ende, dass der wegfliegt. Das hier wäre dann wahrscheinlich der Anfang. Obwohl ich natürlich nicht verstehe, wie das hier zusammenhängt. Weil hier stehen die und gucken was. Hier werden irgendwelche Säcke ausgeladen. Die Säcke stehen schon hier. Ich glaube, der... Moment, kommt der oder geht der? Ich guck gerade mal. Hier sind nämlich keine Säcke. Das heißt, das hier könnte... Also wenn der die Säcke mitnimmt, dann ist das hier das Ende. Gucken wir mal, hier sind keine Säcke. Na, das war dieselbe Szene. Hier sind diese Säcke und die Frau scheint die Säcke wohl irgendwie auszupacken oder so. Gucken wir mal. Also hier stehen die und er guckt irgendwie auf eine Karte. Hier sind halt keine Säcke und hier sind... Das ist jetzt schon ein bisschen komplizierter oder schwerer, würde ich sagen. Wobei, ich würde sagen, die winken dem gerade. Das heißt, das hier wird die Endsequenz sein. Weil der guckt runter und die winken. Da guckt er gerade auf irgendwas. So, die winken. Also ich würde sagen, da kommt er. Weil ich kann jetzt nicht erkennen. Weil die gucken gerade. Okay. Da sind sie alle unten. Jetzt ist die Frage, was macht er da? Weil hier stehen noch Sachen rum. Da stehen eben halt die Säcke. Puh, gar nicht so einfach. Also hier würde ich sagen, fliegt er ab, weil die winken ihm. Hier würde er dann entsprechend kommen. Na, wo ist Nummer 2? Okay. Ich glaube, irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Das heißt, wir gucken einfach mal, wie das Ganze aussieht. Ob es richtig ist, ich glaube nicht. Wir schauen einfach mal. Und 3 und 4 sind falsch. Aber 1, 2 und 5 stimmen soweit. Gut. Dann wissen wir jetzt, 3 und 4 sind vertauscht. Der Rest war richtig. Das heißt... Am Anfang gibt es keine Säcke und am Ende, wo sie winken, ist halt auch das Ende. Dann schauen wir mal rein. Jetzt müssten wir ja wieder entsprechend von vorne anfangen. Das heißt, hier sind keine Säcke. Also ist das Nummer 1 gewesen. Beziehungsweise das hier ist die letzte. Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, was war. Ich glaube, da macht er den Plan, wo er hin will. Da ist das. Nee, das hier ist Nummer 1. Das ist das letzte. Na, da kommt er. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt richtig ist. Es ist richtig! Yay! Denn zu Anfang ist nichts da. Dann kommt das Flugzeug und landet.
dann werden die Sachen entsprechend ausgeladen. Dann keine Ahnung, was da passiert. Und dann fliegt das Flugzeug wieder ab und sie winken alle. So, damit wären wir im Endeffekt schon ein Level weiter. Und zwar wären wir diesmal unter dem Meer. Under the Sea. Schauen wir doch mal rein. Das heißt, für diese... Wir sind quasi mit den ersten Leveln fast durch. Und schauen wir doch mal rein, was das jetzt ist. So, wir sind unter dem Meer im... Okay, das ist auch interessant. Hier oben sehen wir ein Boot. Gucken wir mal, was für Szenen wir hier haben. Da scheinen wohl welche tauchen zu wollen. Okay. Ich kann jetzt nicht ganz erkennen, was hier oben so passiert. Gucken wir mal. Taucht da jemand? Ich kann jetzt gerade nicht erkennen, was da unten los ist. Also da scheint ein Schatz zu liegen. Oh, da ist ein Taucher am Schatz. Okay, da sind sie beide. Der Schatz leuchtet noch. Der Schatz leuchtet auch hier noch. Allerdings ist sie dann unten. Also ich sag jetzt mal sie, weil ich glaube, dass das eine Frau ist. Er ist ein Mann und sie ist die Taucherin. Er guckt sich da den Plan an. Jetzt ist der Schatz aber auch schon quasi, Ich glaube, da haben sie den Schatz schon geholt, weil das leuchtet nicht mehr. Da ist sie quasi dabei, den Schatz zu bergen. Da ist der Schatz noch da. Er ist oben. Und, ich weiß gar nicht, ist sie da gerade getaucht? Wo ist sie denn hier? Ich kann das gerade nicht erkennen, wo sie ist. Gucken wir mal. Da ist auf jeden Fall der Schatz und der Hai sind weg. Da ist sie an dem Schatz. So, da ist sie gerade dabei und will tauchen. Also würde ich sagen, könnte das Nummer 3 sein? Mal sehen, da ist sie am Schatz. Da ist der Hai. Ah, ich erkenne leider nicht, wo sie ist. Weil der Schatz leuchtet noch. Ich kenne wirklich nicht, wo sie ist. Das ist echt kompliziert hier. Das wird nicht einfacher, Leute. Also hier hilft er ihr quasi abzutauchen, weil da ist der Schatz offen. Da ist der Hai über dem Schatz. Das heißt, da müssten sie wahrscheinlich noch warten. Jetzt mal hier als Nummer 1. Nee, Moment, da kommt der Hai. Das ist Nummer 1. Da ist sie wieder aufgetaucht? Oder taucht sie da ab? Auf jeden Fall ist der Schatz weg. Weil hier unten leuchtet nichts mehr beim Schatz. Das heißt, der ist geborgen worden. Da ist sie ja an der Kiste. Und da leuchtet das Ganze. Oh nein, da ist schon der Taucher oder die Taucherin. Da kommt der Hai. Okay. Also würde ich sagen... Okay, klettert sie da hoch? Nee, gehen wir mal anders vor. Das hier ist quasi die Schatztruhe. Truhe ist noch... Was auch immer das gerade im Hintergrund war, ignorieren wir es. Sie will quasi sich vorbereiten, um zu tauchen. Der Schatz ist zu. Hier ist quasi der Hai gerade unten. Und wo auch immer sie ist. Sie wurde jetzt aber nicht vom Hai gefressen, oder? Gehen wir mal in die Hocke. Oh, da schwimmt sie weg. Da. Da schwimmt sie weg wegen dem Hai. Eventuell ist das hier der letzte. Also da ist sie an der Truhe. Ah, sie bricht die Truhe mit einer Brechstange auf. Dann ist das wahrscheinlich die 2. Das hier ist die 1. Dann hat sie quasi... Dann kommt der Hai.
Und das hier müsste dann... Nee, das hier müsste dann der letzte sein. Wo sie hier oben ist. Oh, gerade noch quasi gerettet. Das heißt, der einzige, der jetzt noch fehlt, ist... die Brechstange. Da wird abgetaucht. Da kommt der Hai. Da, das ist der letzte, der noch fehlt. Ich glaube, das müsste jetzt so ungefähr hinkommen. Ich schaue einfach mal. Hoffentlich, es wird ganz schön knifflig mittlerweile. Und es ist richtig. Yay. Dann schauen wir mal. Genau, Nummer 1, Taucherflasche bereit machen. Nummer 2, die Truhe mit einer Brechstange öffnen. Nummer 3, da kommt der gefährliche Hai. Nummer 4, sie erschreckt sich vor dem Hai. Oh nein! Und er wirft von oben einen Speer runter. Und Nummer 5, sie wird gerettet und hat den Schock ihres Lebens. Ich würde sagen, das war schon mal ganz interessant. Der nächste Level, den wir haben, ist der Fallschirm. Und ich schaue mal gerade nach. Wir haben danach noch 3 weitere Level. Das heißt, ich würde sagen, wie eben schon vor diesem Schnitt, also diese Schnitte verwirren mich. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal den Level hier und eventuell auch noch die letzten 3 und dann gehe ich ins Bett, weil jetzt mittlerweile ist es 6:30. Ich sollte langsam schlafen gehen, auch wenn wir jetzt quasi Feiertag haben. Ich habe durch diese Schrottspiele, die ich eben gespielt habe, mir den Abend ruiniert, sozusagen, weil das eine Spiel unheimlich lange dauerte. Und wir schauen einfach mal in den Fallschirm rein.